Also, hi Chris. Sali. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch heute mit Diplomero. Als ich deinen Vornamen gehört habe, dachte ich, wer gibt an einem Mädchen so einen Vornamen? Das kann ich ja nur gut kommen. Okay. Das ist vom Sound her. Cool. Violetta. Cool. Wir sind hier in Zollendorn, bei dir daheim. Es ist jetzt 16:30 Uhr. Hast du heute schon etwas gelernt? Ja, ich bin so an einem Gitarrenzupf lieg so irgend. Also an einem neuen Zerlegungslick, wo irgend so einen alten Druide auf dem YouTube rausgestellt hat. Und ich habe gesagt, oh, der Rhythmus mit den Fingern, den will ich jetzt lernen. Aha. Ja, den auch nicht können, ich habe mehr so schummen. Und bin ich an dem und habe mich dort festgebissen während einer Stunde. Und ja, ja, ich lehre jeden Tag Neues, gell? Cool. Das ist ja schön im Leben. Cool. Ja, Rock'n'Roll ist ja mehr als nur eine Musikrichtung, das ist ja ein Lebensstil. Mhm. Kann man das lernen oder wird man mit Rock'n'Roll im Blut geboren? Wow, das ist natürlich eine allerweltsweise Frage. Aber ich muss hier fast ein bisschen zurückgehen. Also ich bin ein Kind von den 60s, also ich bin eigentlich dann so richtig lebendig geworden. Mhm. Das war eigentlich noch fast nach der Nachkriegszeit. Alles war so grau. Also so arbeiten, Häuschen bauen, drauf von den Eltern. Ja, jetzt musst du der Ernst vom Leben und alles das. Und ich habe irgendwie mich nie zugehörig gefühlt. Mhm. Ich dachte, was soll ich da? So? Was soll ich machen? Also irgendwie Totengräber bringt es nicht und Banker auch nicht. Und ich habe eigentlich nichts anderes wollen, als zu etwas dazugehören, zu irgendetwas. Und ich habe einfach aber nichts gefunden. Mhm. Bis nachher eben die Musik kam. Und die Musik hat mich einerseits sensibilisiert und getroffen für Töne. Oder? Mhm. Ich finde Töne, aber auch Farben, Töne schön. Oder? Das hat mich angesprochen. Aber auch der ganze Stil, der damit verbunden ist, weil dann ist Rock'n'Roll eine Botschaft gewesen, so eine Art wie ein Geheimcode, eine Botschaft von Leuten, die gesagt haben, wir machen das nicht mehr so. Also wir gehen nicht hier nach dem Rüebli vor der Nase, nach dem Leistungsprinzip durchs Leben, sondern wir wollen auch Spass haben Leben. Rock'n'Roll heisst auch Spass haben. Ihr könnt uns mal mit euren Regeln und Rules, wir suchen einen eigenen Weg, um das zu realisieren. Oder? Und aus dem heraus ist dann mit meinen Kumpels, die ich dann hatte, oder? Jimi Hendrix, Beatles, Stones, Bob Dylan, das sind meine Gurus. Also die haben mir die Kraft gegeben, eins zu eins. Musst du dir das vorstellen, wie das war? Da hat es im Plattengeschäft genau zwei Regale gegeben: Singles und Albums. Und alle Wochen sind so neue Sachen gekommen. Ja. Oder? Und da bist du schier durchgedreht. Ich sagte, das kann ja nicht sein. Und die Texte, weißt du, die Botschaften. Und das ganze Zeug, oder? Also das war nicht nur der Summer of Love, der auch genial war im 67, natürlich, oder? Mit der Botschaft, die hat mal die Blümchen, die Kanonen reinstecken, weil die Kriegerei, das bringt ja eh nichts, ja, oder? Und dann ist das immer weitergegangen. Und das ist mehr, also der Rock'n'Roll für mich ist mehr gewesen, ich habe plötzlich eine Heimat gefunden. Mhm. An dort hin, in die Community, wo die hin. Dort gehöre ich hin, dort sehe ich den Sinn des Lebens. Weil hey, das Leben ist ein paar Mal 10'000 Tage, musst du dir das mal vorstellen. Und dann ist es over, bei jedem von uns. Oder? Und dann kommst du in so ein Ding rein, wo wirklich eine Revolution ist worden. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, okay, dort musst du machen. Und dort sind die ersten Gehversuche und die ersten Bands gesehen. Und der sogenannte Rock'n'Roll, Lifestyle, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, du, das ist ein grossartiges Klischee, wo man natürlich zwischen ihnen super kann leben. Das habe ich hier in diesem Buch, das ich dir nachher schenke, unten, wo die ewigen Rocken so quasi der Gang von dieser Band auf Amerika und der ganze Wahnsinn ist hier bestens beschrieben. Aber das ist nur so ein kleiner Teil. Mhm. Die Hauptaktivität ist, dass ich etwas gefunden habe, nämlich Musik und den Rock'n'Roll-Lifestyle, den ich mir daheim geführt habe. Ja. Das ist eigentlich. Ja. Du hast jetzt super beschrieben, was das du eigentlich aus dem Rock'n'Roll rausgeholt hast. Hast du das Gefühl, die Schweiz als Land und die Schweizer und die Schweizerinnen können vom Rock'n'Roll auch etwas lernen? Ja, du, also 100%, gerade eben die Schweizer. Oder? Also bleibt locker, Freunde, und ein bisschen mehr Freude zeigen. Oder? Weil es ist oft eben bei uns so gewesen, dass, als wir von Amerika zurückgekommen sind,
bist du da, vielleicht kennst du es, über Grenzen und hast das Gefühl, du seist schon eine Beerdigung. Und das ist heute noch so, die Blockflötengesichter, die alle so ernst reinschauen und irgend so. Denkst du, hey, was ist da eigentlich los? Oder wo ist da die Freude? Mhm. Oder wo ist da die Lebensfreude? Es ist das eines von, wenn nicht das reichste Land der Welt. Und du siehst alle die Trauerfaces da. Ja. Was läuft da falsch? Oder? Nimmt man sich da einfach zu ernst? Oder ist da, wird da einem, was wird da einem eingeredet für einen Brainwash, mhm. dass die Leute so und so drauf sind? Und das war immer sehr, sehr schwer gewesen. Und gleich hat uns das dazu gezwungen, also der Jura-Südfuss-Nebelfrust, hat uns quasi dazu gezwungen, einen Gegenplan zu entwerfen, mhm. nämlich jetzt in dem Sinne mit Krokus die Musik zu machen und eigentlich gegen den Frust anzuhocken. Also, vielleicht, wenn wir jetzt nur noch in L.A. Wären rumgehangen oder in Kalifornien, wäre vielleicht ein Surfsound rausgekommen, ich weiß es nicht, oder? Aber so war für mich klar gewesen, hier, wir rocken gegen diesen Frust und gegen die fehlende Lebensfreude in diesem ja. Land. Und ich denke, das ist bis heute nicht viel anders. Also ich glaube, jemand, der ein halbes Jahr in Kalifornien oder in Amerika war, der kommt hier zurück, der wird genau mit dem Gleichen konfrontiert, mhm. wie ich jetzt. Und das ist halt, die Schweizer sind halt ein ganz eigenes Volk, das alle Qualitäten hat. Oder? Da könnte man lange darüber reden. Aber in Sachen Rock'n'Roll und Entertainment ist, glaube ich, die Schweiz nie eine führende Nation gewesen. Mhm. Die lieben mit Militär, Innovation, Computerzeug, Militärtaschenmesser, Schokolade, Käse, weiss der Kuckuck was, einfach Uhren sowieso. Aber die Art von Entertainment und Showbusiness, das ist nicht das, was ja. in der Schweiz hier gross angesagt ist. Und eher krampfhaft wird, bei ja. der Welt, meistens. Seit 40 Jahren machst du Buttkicking Hard Rock. Von wo nimmst du deine Motivation? Also du sagst einerseits zum Frust, aber über die ganzen 40 Jahre, wie hast du es geschafft, immer wieder zu motivieren und die Energie aufzubringen? Ja, eben aus dieser Wechselwirkung. Oder? Da stehe ich raus, auf die Strasse raus und sehe das Trauerspiel, das sich hier zum Teil abspielt. Oder und irgendwie etwas musst du machen. Und dann natürlich in erster Linie aus der Musik raus. Oder? Weil wenn du, wenn ich ein neugieriger Mensch geblieben bist, dann interessiert dich, wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt da es interessiert dich. Musik ist ein Mikroskop, du schaust die Tür und siehst immer wieder neue Umkehrungen, mhm. neue Akkorde, neue Ideen. Das behaltet mich dran. Das ist das, was mich am Leben erhält. Mhm. Das ist Musik eigentlich, Musik. Ein Tag ohne ein Instrument in den Fingern, da wird die grantig und ungenießbar. Die brauchen einfach ein Instrument um mich herum. Oder? Ja. Auch in der Ferien, wenn ich mal auf Kreta oder irgendjemand anderen gehe, dann nehme ich immer eine Gitarre mit. Und ich muss das einfach haben. Aber es ist halt wie in jedem Job, den ein Mensch hat. Du musst eine gewisse Art Angefressenheit haben. Also du musst von dem infiziert sein. Mhm. Sonst geht das nicht. Sonst kannst du keine Top-Leistungen bringen. Und sonst ja, du musst gescheiter etwas anderes suchen. Ja. Oder? Und das war wirklich ein Glück gewesen, weil es hat, in meinem früheren Leben habe ich echt nicht gewusst. Also, ich habe zuerst gemerkt, okay, gut, die Indianer sind ausgestorben, das geht irgendwie nicht mehr. Oder? Und das und das geht auch nicht. Und ich habe echt gedacht, hey, Mert, was kommt jetzt? Mhm. Und dann ist eben die Musik gekommen, die mir Rettung war. Ich weiss nicht, was ich sonst geworden wäre. Ja. Terrorist, oder ich weiss es auch nicht. Furchtbar. Ja. Du forderst ja von den Schweizern mehr Dreck, also mehr mhm. Ecken und Kanten. Ja, also... Das ist, wie ist das vereinbar mit einer Gesellschaft, wo man nach Leistung bewertet wird und nur die weiterkommen, die sich anpassen? Ja, für mich ist das mehr Dreck. Für mich ist das mehr unverbogenen, ehrlichen Klartext und nicht alles unter den Teppich kehren. Oder? Weil die Schweizer sind einfach, weisst du, ja, nein, ich habe es nicht böse gemeint, nein, weisst du, ich will mich lieber nicht, weisst du, so unverbindlich. Mhm. Oder? Es ist einfach eine Meinung haben, heisst auch das Risiko eingehen und wenn der Kopf ein bisschen zu fest raus hat, wird abrasiert und die Tannen, die zu hoch aufwachsen, die werden so gekippt und gekillt. Oder? Und von dort her, denke ich mir, ist der Ausspruch, ist jetzt mal abgesehen von Musik, die ich gerne rauche, Sandpaper, Stimmen, so à la Joe Cocker und einfach die dirty Geschichten gerne habe,
ist für mich das einfach, ja, die natürlichen Drecksachen, legen doch die für dich. Weil wenn wir sie auf einen Tisch legen, dann kann man nachher auch darüber einen Disput machen und darüber reden und schauen, was daraus werden könnte. Weil das super lackiert. Du findest auch bei mir innen fast überall Schwemmholz, Seegarn und Zeug. Ich habe gerne das Natürliche, das schon ein bisschen gewascht alt ist. Oder von dem her. Und die Leistungsgesellschaft hier in der Schweiz ist halt, ja, der muss halt zwischen den Spiegel anhaben. Oder? Und im Gegensatz vielleicht zu anderen Leuten, die Angst haben, die sich das nicht leisten können. Oder die das Gefühl haben, sie können es sich nicht leisten. Oder? Die schön anpasst, irgendwie hier windfahnenmässig, windschlüpfrig durchs Leben durchgehen. Habe ich mir das erarbeiten? Heute kann ich mir das leisten, weil ich bin mein eigener Boss, mich kann niemand führen. Oder? Aber es ist mir klar, dass für die Leute das sehr schwer ist, ehrlich und offen ihre Meinung zu sagen, wenn sie etwas stört. Und nachher eine Debatte auszulösen. Weil die Schweizer sind extrem konfliktscheu. Das sind so Pseudoharmonie-Menschen. Die haben einfach unruhe Mühe mit Konflikt. Ja, ja, nein. Meinst du, dabei kannst du doch eine knallharte Diskussion führen zur Sache und dann nachher wieder in die Arme nehmen und sagen, that's it, oder? Du bist deine Meinung, das ist meine Meinung. Ich habe mal darüber geschlafen. Vielleicht ändert sich etwas. Schwierig in diesem Land. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Okay. Ja. Super, danke. Wir machen eine kurze Pause und sie gehen wieder zurück mit dem zweiten Teil. Okay.